Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash. Keine ewig langen Bullshit-Reviews, wie wir sie sonst machen, findet ihr hier, sondern ganz viel Fun, ganz viel Action, ganz viel Jesse hat Angst. Hier sitzen wir jetzt im ersten und selbstentwickelten Cupra von der spanischen Marke Cupra. Hier ist er, der Formentor. Und ich werde mit denen jetzt heute mit euch ein bisschen ballern. Heißt, wir treten den so richtig, ich zeige euch, was er kann. Beginnen möchte ich mit einem soften Carporn, um euch ein bisschen runterzuholen und danach... Das war gut, sagt Jesse, also legen wir los. Ich drücke hier am Lenkrad, wie beim R8, den Knopf fürs Loslegen. Und jetzt schalten wir mal nicht in den Sportmodus, sondern hier in den normalen. Es gibt auch einen Offroad-Modus, warum? Gas? Sportmodus? Ah, brobbelt schon ein bisschen hinten, Cupra-Modus? Sehr gut. Sehr gut. Jetzt fahren wir einfach los, oder? Ja, und ihr seht schon, der Allrad funktioniert. Jesse ist mit dem Matthias Ekström gefahren und ich glaube, sie denkt, dass ich das nicht so kann wie der. Glaube ich schon. Jetzt gucken wir mal, ob es ihr schlecht wird. Sie lacht. So, und jetzt schalten wir in die Sportgasse, machen das ESC hier aus. Jessica, hast du Bock? S-Gasse, Gas, Launch Control. ESC wieder rein, ich habe einen kleinen Bildungsauftrag und vielleicht dann doch ein bisschen Angst. So. Ja, und dann guckt mal, wie dieses Auto auf der Straße klebt. Was passiert bei einem Launch Control? Der lupft sich vorne natürlich mit der Schnauze ein bisschen, da sitzt der Motor. Ja, und verteilt einfach fuchsteufelsschnell die Kraft von vorne nach hinten mit dem Allradantrieb. Und dann haben wir hier eine Progressivlenkung drin. Die Lenkung ist wirklich toll, vor allem im Cupra-Modus. Und wenn wir dann hier schnell, vor allem wenn es so leicht nass ist, in eine Kurve fahren, merken wir auch, wir haben hinten drin eben ein elektronisch gesteuertes Sperrdifferential. Der Fahrer ist aufmerksam. Und dieses Sperrdifferential sorgt eben dafür, dass wenn wir schnell in eine Kurve fahren, ja, dass wir dann die Möglichkeit haben, das kurvenäußere Rad mit ein bisschen mehr Drehmoment zu bestücken, ähnlich gut zu bestücken wie Max Kruse, ne? Ihr kennt die Videos, und das innere Rad ein bisschen abzubremsen. Hätte Max Kruse eine Freundin, wird sie ihn auch ab und zu mal abbremsen. Ja, und wir haben hier eine Brembo-Bremse drin. Brembo-Bremse funktioniert also, Beschleunigung funktioniert auch. Ich hoffe, Jesse hat sie nicht wehgetan jetzt gerade. Und das macht natürlich richtig Spaß hier drin. Kleiner Sprung, alter Cupra-Modus, Auto wiegt 1644 Kilo. Der Motor hier drin ist wohl bekannt im Konzern, 310 PS aus dem S3. Und schaut mal, wie der hier auf der Straße liegt, ist ja großartig. 7-Gang DSG ist auch großartig, ist ein sportliches Konzept, das Jesse hier drin rumwirft, wie sie sich's ja wahrscheinlich einigermaßen häufig nicht gewünscht hat. Und wenn man sie jetzt mal kurz fragt, Jesse, wie ist es im Vergleich zu der Fahrt mit Matthias Ekström? Kein so großer Unterschied. Jetzt fahren wir hier los. Und was ich natürlich mag, ist, es gibt ja nicht nur den Cupra-Modus, der ist böse, sondern es gibt ja auch hier den Sportmodus. Da ist er. Und der ist gar nicht so viel unterschiedlich. Der ist hart abgestimmt, großartig hier, wie ich finde. ESC würde ich euch empfehlen, drin zu lassen. Und dieses Auto ist ein Auto, wo ich sagen würde, wie kann man das jetzt genau einordnen? Das ist so im Vergleich jetzt zu einem heckgetriebenen Monster oder zu einem frontgetriebenen Auto, wo ich sagen würde, das kann wirklich, viele Leute können das fahren, weil es ist wirklich gutmütig. Beim Tennis, wenn man so einen ganz großen Tennisschläger mit einem riesigen Kopf hat, sagt man, ja, das ist gutmütig. Die einen sagen, das ist ein Tennisschläger für Rentner, die anderen sagen, ja, das ist ein Tennisschläger für die, die wirklich wissen, was abgeht. Ich weiß es nicht genau. Ich mag nicht unbedingt so unberechenbare Autos à la Mustang. Ich mag Autos, mit denen ich schnell bin. Und wenn mir mal irgendjemand gesagt hätte, dass es möglich ist, dass ich schnell, so schnell hier mit so einem SUV bin, ich hätte es ihm ehrlicherweise nicht geglaubt. Und wenn ich auch
gehört hätte, dass ein Auto, was so schwer ist, so gut in der Kurve liegt, hier mit diesem DCC-Fahrwerk, ich hätte es auch nicht geglaubt. Und jetzt schaut mal hier, das ist großartig. Und hier Outdoor kann man einstellen, Drive-Profile. Und wenn ich jetzt individual drücke, Konfiguration, dann kann ich dieses Auto härter machen als den Cupra-Modus. Ist ja Wahnsinn, ne? Ambiente-Licht brauchen wir nicht, Drive-Profile. Warum gibt es einen Offroad-Modus? Versteht kein Mensch hier. Cupra machen wir wieder rein. Ja, und dann wollen wir jetzt mal schauen, ob wir im Sportmodus auch noch einen echten Launch Control hinbekommen. Heißt, wir machen jetzt das ESC aus, schalten in die S-Gasse. Es kann natürlich sein, dass das Getriebe durch die Fahrt hier ein bisschen zu heiß geworden ist. Bremsen ein bisschen. Da sind schon Streifen auf der Straße. Chassis, warum? Linksbremse. Andale! Alter, ESC wieder rein, war Lehrauftrag, ihr wisst. Und das ist ja großartig. Also dieses Auto, wie sich das bewegen lässt, finde ich einfach phänomenal. Aber Jesse sagte immer, Jan, fuck, ich sollte ja eigentlich keine Shobi-Witze machen, ne? Aber es gibt nicht immer nur Heavy Metal im Leben, ne? Sondern manchmal, Rückfahrkamera übrigens hier, ja, gibt es auch, ja, wie soll ich das euch erklären? Romantischere Zeiten oder Zeiten, in denen man einfach so ein bisschen genervt ist. Und dann macht man hier den Komfortmodus rein. Das Lenkgefühl ändert sich so ein bisschen hin zu Daniel Kübelböck. Die Gasannahme wird so ein bisschen mehr Thomas Gottschalk. Ja, die Abstimmung vom DSG wird so ein bisschen mehr Ottfried Fischer hier drin. Ja, und dann kann man sagen, kann man ganz normal, sehr alltagstauglich in diesem Auto unterwegs sein, macht sich die Ambientebeleuchtung hier drin auf Rot und das Auto ist so ein bisschen kleiner fahrender Puff. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch das Dach aufmache, funktioniert über diese Wischgeste, haben wir zusätzlich auch noch ein Cabrio und dann haben wir ein Auto, mit dem wir unterwegs sein können, hier drin mit, ja, angegeben sind nach WLTP 8,5 Liter. Wir haben es mit 9,5 Liter geschafft, was wirklich gut war. Für den Alltag finde ich sehr gut. Ist dann auch die Frage, braucht man da dann eine Mildhybridisierung, braucht man da einen Plug-in-Hybriden, wenn das Auto schon so wenig braucht. Ihr müsst immer bedenken, ist ja ein großes Auto. Wir haben relativ viel Platz auf der Rückbank. Das Auto ist hier drin auch so schick, dass ich sagen würde, ja, das ist halt einfach sehr vergleichbar, ehrlicherweise, mit einem Audi. Was sich der VW-Konzern dabei denkt, weiß ich manchmal auch nicht. Aber jetzt machen wir hier den Cupra-Modus wieder rein. Man muss ihn halt finden. Da ist er. Gib mal Gas und mach nochmal eine schnelle Runde, oder? Alter, die Gasannahme, großartig. Wie der am Gas hängt, auch 80 auf 120 Beschleunigung ist mega. Das Lenkgefühl hier ist großartig. Das Lenkrad liegt auch richtig gut in der Hand. Ich habe jetzt einmal mal das Dach aufgelassen, für den Sound vielleicht noch echter. Dieses Auto wirkt für mich innen auch ein bisschen lauter als außen, was krasses. Kleiner Sprung hier, whoop. Und da merkt man auch das DCC, tolle Abstimmung hier. Jetzt muss man ein bisschen schauen, weil schaut mal, wie der hier in der Kurve klebt. Das Auto ohne Scheiß mit dem Sound, rup, 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 ich weiß nicht, ob ihr es hört, auch gar nicht so ungeeignet für Trackdays, würde ich sagen. Jetzt muss ich bremsen, überhaupt kein Problem. Aber was wir jetzt mal machen ist, wir springen mal raus, schauen mal, wie schmutzig kleine spanische Cupra geworden ist. Und ich erkläre euch außen noch ein bisschen, was die Optik ausmacht. Let's go outside. P-Modus rein und los geht's. Hallo Jesse, wie war die Mitfahrt? Gut, war fun? Ich glaube, du stellst dich da nicht hier wegen der Sonne. Erstmal, er atmet von vorne. Superhelden-Logo da vorne drauf. Cupra in Bronze. Ist so die Frage, ist es cool, ist es nicht cool? Was cool ist, sind die Leuchten auf jeden Fall. Vorne ist der sehr zerklüftet, progressiver, böser, ekliger als Audis. Das macht Cupra schon sehr gut. Und jetzt haben wir hier immer 19 Zöller drauf bei der Motorvariante. Das ist ein bisschen schmutzig geworden. Brembo-Bremse seht ihr hier, 18 Zoll. Hier male ich für euch kleines Herzchen drauf. Der Lack Petrolblau ist ein bisschen undankbar, würde ich sagen, weil, naja, er wird halt schnell schmutzig. Man muss den echt pflegen. Das ganze Auto hier kann ich mit Herzchen versehen. Dachkantenspoiler ist hier drauf. Cupra-Logo hier. Cupra steht hier. Riesendiffusor hier hinten. 4 Auspuffendrohre. How dare you? Und jetzt mache ich mal schnell den Kofferraum auf.
Hier ist relativ viel rumgeflogen. Hier ist unser Putzzeug auch noch vorm Auto. Kann man hier elektrisch zumachen. Ich glaube, 420 Liter Chassis war das. Ne? Mit Fußgeste geht es auch auf. Schaut vielleicht mal noch kurz auf die Rückbank, wie viel Platz da ist. Großartig. Großartig. Und jetzt gibt es noch eine Sache und das ist natürlich der Preis, weil ihr wollt ja natürlich wissen, kann ich mir Cupra leisten? Und das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass die spanische Marke eine Sache macht, die ich nicht so ganz verstehe, muss ich ehrlich sagen. Ne? Es gibt dieses Auto auch einfach mit 150 PS Motor, dann mit 6-Gang Handschaltung und da beginnt der bei etwa 30.000 Euro, bisschen unter 31. Ne? Man kann die 150 PS Variante dann noch mit 7-Gang DSG bekommen, da liegt er dann irgendwie bei 32.000 Euro und man kann den natürlich auch mit der 310 PS Variante bekommen, da liegt dabei, Jesse, weißt du noch? Irgendwas über 40.000 Euro. 43.000 Euro, was auch okay ist. Ne? Da konfigurieren andere einen Golf GTI dafür. Und ich finde, hier habt ihr wesentlich mehr Allrad, mehr Karosserie und auch vielleicht eine viel progressivere Optik. Und dann bin ich sehr gespannt. Nämlich Cupra hat im VW-Konzern gebettelt, hat gesagt, bitte, bitte, bitte können wir den 5-Zylinder haben aus RS3 und TTRS und Q3 RS. Und dann haben die im VW-Konzern gesagt, ja, warum nicht? Und die haben gesagt, okay, hätten wir jetzt nicht erwartet, also bauen wir den da rein. Der wird in Zukunft kommen, genauso wie 2 Plug-in-Hybrid-Varianten. 9 Motorvarianten soll es insgesamt geben. Die Sinnhaftigkeit verstehe ich nicht ganz, weil ich dachte, Cupra soll eine sportliche Marke werden. Dann so kleine Motoren reinzubauen, checke ich nicht. Aber ich habe bei Cupra angerufen, die haben gesagt, also Jan, es gibt ja nicht nur so Fahrverrückte wie dich, es gibt ja Leute, die wollen einfach nur dieses wunderschöne Auto, ne? Sehr oft putzen, zu Hause in die Garage stellen, so ein bisschen zur Eisdiele fahren. Okay, und die kommen dann halt natürlich sehr preisgünstig an dieses Auto. Ja, das habe ich einigermaßen verstanden, würde ich sagen. Dieses Auto, das habe ich auch verstanden. Und dieses Auto zeigt mir auch, dass ich alt werde, weil wisst ihr was, die 2-Wochen-Fahrt mit dem habe ich jetzt sehr genossen, weil so also ein bisschen höher sitzen, so ein bisschen mehr Platz. Ne? Ich werde bequem. Nein, werd ich nicht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Abonniert mal hier The Car Crash. Endlich.